Ihr fragt euch sicher, wo denn mein angekündigtes Video zum Presser bleibt. Ich wollte euch ja zeigen, wie ihr Cura, also das neue Cura 4.10, konfigurieren könnt, damit es auch die Datei für den Presser-Raptor ausgibt. Tja, ich wollte gerade ein paar Jollies ausdrucken und das klappte noch bis gestern. Heute nivelliert das Druckbett nicht mehr automatisch. An einer Position geht der Sensor nicht mehr nach unten, er geht nach oben und druckt deswegen schief. Das heißt, das Modell hat keine Haftung mehr. Ja, es ist nun der zweite, den ich zurückschicke. Die Firma Presser hat mir einen Retourenschein geschickt. Ich gehe jetzt dann zur Post, gebe das zweite Mal das Gerät ab und hoffe, dass ich dann mal eins bekomme, bei dem alles funktioniert. Beim ersten ging ja gar nichts. Da fuhr einfach die Z-Achse in die falsche Richtung. Die Serie-Schnittstelle ging nicht und ich konnte das WLAN nicht zum Laufen kriegen. Bei dem Gerät hinter mir ging das mit dem WLAN, die Serie-Schnittstelle für Octoprint. Oder auch am Laptop oder am PC habe ich nicht zum Laufen gebracht. Das hat er einfach gar nicht angezeigt. Und ja, nach ca. 3 Wochen Druck, ich habe 1 Kilo verdruckt, um ihn mal richtig einzustellen und mal auszukriegen, wie das Ding funktioniert, was er so machen kann, habe ich ihn mal den Marlin-Code eingelesen und bin am Schluss zu einem relativ guten Setting gekommen. Aber ja, wie gesagt, seit gestern kann ich nichts mehr drucken. Ich wollte euch nämlich diese Jellies zeigen. Auch mal messen und euch sagen, dass es dringend schon, man kann es parametrieren, wenn man weiß wie. Leider steht in der Anleitung nicht, wie viele Schritte oder wie XY-Schritte, aber ich habe mich da einfach an dem großen Bruder orientiert. Es sind also X und Y jeweils 100 Schritte pro Millimeter und Z sind es 400. Nur zum Einreichen wissen. Und dann kann man den über den Marlin-Code praktisch vor dem eigentlichen Modellcode eichen. Dazu muss man nicht das im EPROM machen, das kann man auch so. Das wollte ich euch eben zeigen, aber naja, jetzt warte ich halt wieder 14 Tage, 3 Wochen, bis ich ein repariertes Gerät oder ein Neugerät bekomme, was auch immer. Tut mir leid, dass ich da nicht weitermachen kann. Bin auf dem Weg zur Post. Mein Auto ist leider mit einem anderen Familienmitglied unterwegs. Muss ich zu Fuß gehen und den Raptor bis dorthin mittragen. Naja, so schwer ist er ja nicht. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob ihr einen Raptor habt und wie er bei euch funktioniert. Habt ihr ähnliche Probleme wie ich, weil ihr ihn noch nicht gekauft habt? Der Raptor ist ja erst dieses Jahr neu herausgekommen, so ein entwickeltes Gerät, und hat halt seine Kinderkrankheiten. Ich würde euch raten, falls ihr gedenkt, ihn zu kaufen, wartet noch ein paar Monate damit, denn bis dahin werden die Kinderkrankheiten vielleicht behoben sein. Es ist lästig, das Ding zweimal jetzt einzuschicken. So, kurze Pause. Immerhin muss ich fast eine Viertelstunde laufen. Bis zur nächsten DHL-Filiale, die Retour, die läuft über DHL. Hat auch anstandslos geklappt, angerufen, Fehler erklärt. Hab dann eine halbe Stunde später schon den Retourenschein gehabt. Ja, was ist bis jetzt passiert? Bestellt habe ich den Drucker am 3. Mai 2021. Geliefert wurde er, ist er so knapp um den 10. rum. Da habe ich ihn ausgepackt, ein paar Tage stehen lassen, weil ich keine Zeit hatte. Und so am Ende Mai habe ich da mal den ersten Testdruck versucht und bin kläglich gescheitert. Ich habe euch erzählt, die Z-Achse ist nicht nach unten gefahren, sondern nach oben gefahren. Ging also gar nichts. Ich konnte auch das WLAN nicht aktivieren, weil ich schauen wollte, ob ein neues Firmware-Update da ist, ob das Problem vielleicht so beheben kann. War nicht. Also angerufen, eingeschickt, kam ein komplett neues Gerät wieder. Das hier. Ja, jetzt habe ich das Gerät seit 3, 4 Wochen und habe 1 Kilo PLA verdrückt. Klingt viel, ist aber eigentlich nicht viel, weil man sich überlegt, wie viele Fehldrucke sind. Allein die Würfel zum Kalibrieren, die Jellies, ein paar Sachen habe ich dann gemacht. Er hat sich schon bezahlt gemacht. Wir hatten einen defekten Autoschlüssel. Da war dieser Gummiknöpfe, war einer davon war durch und drunter der Drucktaster, der SMD-Drucktaster war kaputt. Hätte im Austausch 240 Euro gekostet. Das Teil musste mich dann rückprogrammiert werden. SMT-Taster kostet 30 Cent. Habe ich ausgelötet, neu reingelötet und mir eine Einlage für den kaputten Gummibezug gemacht, dass jetzt so ein weißer Knopf drin ist. Funktioniert prima. Hat mir 240 Euro gespart, damit ist das Geld für das Teil drin. Ich habe es gekauft bei Aldi für 199. Geliefert wurde es aber direkt vom Presser. Also es ging nicht über Aldi, sondern Presser hat mir das erst wirklich so zugeschickt. Und dann habe ich mich auch gleich an Presser gewandt, wegen der Garantie. Ja, jetzt hatte ich gerade vom weißen Filament auf schwarzes Filament gewechselt und wollte da ein neues Jelly ausdrucken, weil ein neues Filament. Hier mal einfach mal aus, wie es sich da ausgibt, was rauskommt, wie es aussieht.
ja, wie gesagt, er kalibriert das Druckbett nicht mehr. Und dadurch druckt er natürlich auch nicht mehr richtig. Ich hoffe, dass der, wenn jetzt wieder einen kommt, dann wenigstens auf die serielle Schnittstelle geht und der länger als 3 Wochen druckt. Weil irgendwann wird es einem zu viel. Ich verstehe es ja, es ist ein neues Gerät, neu entwickelt worden. Es hat viele kleine Fehlerchen. Vor allem wirklich ist der Fehler nicht mal in der Hardware zu sehen, sondern eher im EEPROM, also in der Programmierung. Denn dass der auf einmal den falschen Achsenweg fährt oder dass er erst mal funktioniert und dann plötzlich die Kalibrierungsstelle nicht mehr anfährt und sogar wenn man den Druck abbricht, dann kompletten Reset macht, ist nicht normal. Also das ist auch nicht so vorgesehen, sage ich jetzt böse. Wahrscheinlich werde ich wieder ein neues Gerät bekommen und mein Glück erneut versuchen. Ja, wie es halt so ist, muss man sich auch noch in die Maske quälen, wenn man abgeben will. Endlich wieder Luft, jetzt in den Schatten. Wetter war sehr wechselhaft dieses Jahr. Ja, sehr viel Regen. Ja, mit der Flugkatastrophe, das Video habt ihr bestimmt gesehen, das ich da gemacht habe. Jetzt habe ich erstmal wieder ein paar Wochen Pause, bis das Gerät wiederkommt. Leider. Aber ich habe viele Hobbys. Eigentlich viel zu viele. Wie ihr auf meinem Kanal sehen könnt, aber ich versuche alles miteinander in Einklang zu bringen. Erstes Hobby in Anführungszeichen ist Prepper sein, Vorsorge betreiben. Und da kann man auch diesen 3D-Drucker gut integrieren, indem man Sachen für das Preppen druckt, indem man selber Reparaturen vornehmen kann an manchen Dingen. Viele Sachen sind ja aus Kunststoff gemacht. Wir haben zum Beispiel auch noch ein defektes Rollokasten. Da ist innen drin ein Kunststoffteil gebrochen. Das kann ich sicherlich auch drucken. Bekannte Freunde von mir haben auch schon einige Sachen, die sie von mir drucken lassen wollen. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich diese Vorlagen selbst erstellen kann. Das funktioniert auch relativ gut, ziemlich maßgetrau. Kein Problem, ist alles mit Tinkercad umsonst. Nein, es ist kostenlos. Umsonst ist es nicht, weil ansonsten wäre es, wenn man es nicht hinkriegt. Ja, was mache ich noch? Ich spiele auf einer Konsole, auf einer PS4. Ich habe jetzt mal Ark gespielt, PvP-Server. Bin jetzt gewechselt, seit dem Rast rausgekommen ist, auf der Konsole an Rast. Geht zwar die Hälfte nicht, aber reines PvP, ganz anders wie Ark. In Ark habe ich Solo gespielt, in Rast Solo, no way. Also ich komme nicht klar. Gärtnern, das habt ihr gesehen, Urban Gardening. Das ist dieses Jahr auch nicht so gut gelaufen. Es gab so viele Schnecken wie noch nie. Dem vielen Regen geschuldet und der Feuchtigkeit am Boden. Meine Kartoffelpflanzen sind fast komplett abgefressen. Die habe ich in diesmal Zementkübeln angebaut. Neuer Versuch, nicht im Turm, habe ich schon gemacht. War ja ein bisschen zu aufwendig, deshalb wieder wegzuschaffen. Wollte ich einfach ausschütten. Das ist meine Idee. Müsste gehen. Ja, meine ganzen Pflänzchen, die ersten, die ich ausgebracht habe, wie Tomaten und so weiter, sind bis auf die Stiele runtergefressen worden. Ich werde es nicht glauben, aber die Schnecken haben sogar meine Zwiebeln aufgefressen. Das heißt, grüne Zwiebeln und sogar teilweise mein Knoblauch, wo heute einige Leute sagen, die mögen das nicht. Ich habe Kaffeesatz probiert, ich habe alles Mögliche probiert, Nematoden bestellt, ausgebracht. Die kamen allerdings schon zu warm an, deshalb hat es vielleicht auch nie funktioniert. Also die Schneckenplage ist mir geblieben. Jetzt für die neuen Pflänzchen, die ich eingepflanzt habe, habe ich billige Schneckenkrägen bestellt. Da kommen die Schnecken nicht rein. Und ganz ehrlich, so viel im Internet will ich gar nicht sein. Nachrichten schaue ich mir schon lange nicht mehr an, was man da hört oder auch sieht. Zum Beispiel, wie sie die Querdenker-Szene zerrissen haben, weil einer sich offene Demos gemacht hat. Er hat gesagt, die sind nach rechts offen. Ja, dann sind sie aber auch nach links offen, wie jeder kommen darf. Das sagt halt keiner. Aber mir ist das egal, ich habe mich daraus. Fakten sammeln aus verschiedensten Kehlen, bewerten für die eigene Situation. Alles andere muss einem egal sein. Man kann es eh nicht ändern. Ich bin ein gelernter Radiofernsehtechniker, habe auch ein paar Semester E-Technik studiert. Musste ich dann abbrechen, weil wir unseren Ältesten bekommen haben damals. Meine Frau war berufstätig und mit Kind im E-Technik-Studium. Ihr könnt es euch vorstellen, die Professoren waren hellauf begeistert. Auf jeden Fall traue ich mir dann schon zu, kleinere Sachen selbst zu reparieren, wie unseren Autoschlüsseln. Auch wenn SMD-Bauteile wirklich beschissen zum Rauslöten sind. Entschuldigung, das Wort sollte ich ja nicht sagen hier auf YouTube. Aber es ist immer so. Es ist verdammt schwer, diese kleinen SMD-Bauteile mit den Fingern zu greifen und gleichzeitig an 4 Stellen drumherum zu löten, ohne sich die Finger zu verbrennen. Aber es hat geklappt, ein bisschen hin und her. Ja, was habe ich noch gemacht in meinem Leben? Sehr viel. Ich habe schon mit ein bisschen über 20 einen Kampfsportdojo aufgemacht. Ich habe einen Jiu-Jitsu unterrichtet, auch viele Jahre lang. Ja, ich musste dann aufhören, weil mir irgendjemand 3 Halswirbel rausgerenkt hat beim Training. Unglücklicher Zufall. Und danach war erst mal lange, lange Zeit Pause. Ein Schüler von mir hat dann das Kampfsportstudio weitergeführt, ist dann zu einem größeren Verein gewechselt und macht es heute noch. Ab und zu bin ich da als Gast dort, wenn es spezielle Themen gibt, wie anderen helfen, aus Gefahrensituationen herauszukommen etc.
Ja, ich selbst muss ja meinen Schlaganfall jetzt leider Blutverdünner nehmen, und zwar ein Leben lang. Das heißt, ich muss im Training besonders darauf achten, keine harten Schläge abzukriegen, sonst sind die Blutergüsse einfach brutal. Ja, habe ich euch ein bisschen was von mir erzählt. Ich sitze wieder an einem Platz, in dem ich öfters gesessen bin. Der Rückweg von der Poststelle ist heiß. Ja, es wechselt hier ab zwischen Regen und Hitze. Und das tut mir gerade mit meinem Schlaganfall nicht sehr gut. Ich habe dann echte massiv Kreislaufprobleme. Aber gut, was gehört dazu?